Und da gibt es ja diesen Punkt in den 10 Punkten des Kommunistischen Manifestes, dass eben halt die Zentralbank geschaffen werden sollte. Und das wird also auch dann immer als marxistisch angesehen. Später war Marx vollkommen anderer Meinung darüber und hat das abgelehnt und hat Also, gesagt, die zentrale Bank, wenn es Papiergeld gibt, da hat Marx zugesagt, wenn das eingeführt wird, dann wird die Bank der zentrale Despot. Marx würde den WDR auch Staatsfunk nennen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin und wir sind hier auf der Insel Usedom, auf der Eigentümlich Freikonferenz. Neben mir sitzt Herr Stefan Blankertz, seines Zeichens Schriftsteller und Steinmetz. Herr Blanker, Stefan, darf du, Ja. du, Ja. du hast hier auch einen Vortrag gehalten. Was war das Thema und so auch die Kernaussage? Ja, es ging um die Frage, ob ein Volk eine hinreichende Begründung ist, dass in einem bestimmten Gebiet ja, ein Gewaltmonopol, ein Staat errichtet wird, um diesem Volk Souveränität und ja, Lebensrecht zu schaffen. Und weil das ja eine bestimmte Art ist, den Staat zu rechtfertigen, darüber, dass ein Volk einen Staat haben sollte. Und insofern ging es um diesen Teilbereich der Rechtfertigung von Staat über Volk oder Volkssouveränität. Also man könnte sagen, das ist jetzt der König von Gottes Gnaden und deswegen Gott hat rechtfertigt die Gewalt, die vom König ausgeht. Und jetzt ist es das Volk, wenn ich dich richtig verstehe. Genau, ja, also klar, also bei der Rechtfertigung über König war das Volk relativ egal und der konnte also verschiedene Völker unter seiner Herrschaft haben oder auch nur ein Volk, also je nachdem, aber auf jeden Fall, da war das nicht so wichtig. Und dann, ja, aktuell eben halt in der Neuzeit, dann besonders im 18., 19. Jahrhundert kam die Idee auf, also der Staat sollte sich auf ein bestimmtes Volk gründen, auf ein bestimmtes Volk gründen. Und das hörte sich erstmal an, da waren halt begeistert manche Völker, dass sie eben halt Fremdherrschaft abschütteln konnten oder dass sie versuchten, eben halt eine Einheit zu erzielen. Ist ja Deutschland ein besonderes Beispiel. Viele, viele, viele kleine Fürstentümer. Und dann war die Parole, wir sind ein Volk und wir wollen also auch einen großen Staat. Und der hat ja dann zu etlichen weltgeschichtlichen Katastrophen geführt, dieser deutsche einheitliche große Staat. Und das ist sozusagen die libertäre Gegenposition zu sagen, es war eigentlich viel ungefährlicher mit den vielen kleinen Staaten. Okay, da gab es dann auch Kriege und Streitereien, aber eben keinen Weltkrieg, sondern dann hat sich zwei Fürstentümer oder zwei Kleinstaaten haben sich dann 100 Mann gegen 100 Mann bekämpft. Jetzt ist die Frage, wie ist das denn überhaupt mit der Definition von Volk? Also wer entscheidet, Volk ist ja jetzt kein Lebewesen, ich sag mal wie ein Baum oder wie ein menschlicher Organismus, sondern er setzt sich ja aus Menschen zusammen. Und wer entscheidet jetzt, wer dazugehört? Und auch wenn nicht, kann jetzt einer sagen, ich gehöre zu diesem Volk, obwohl anderen sagen, er gehört nicht dazu und andersrum, sagt, wenn er die Mehrheit sagt, du gehörst dazu und er sagt, nee, ich gehöre nicht zu euch. Also wie grenzt man das ab? Ja, genau, das ist das große Problem. Ganz zentral bei denen, die sozusagen über Volk sprechen, sind zwei Größen, Sprache und Geschichte. Also eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Geschichte. Und das hört sich auch erstmal so ganz plausibel an. Und wenn wir uns dann angucken, ist das überhaupt wahr sozusagen?
Wir haben Staaten, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden und die Geschichte ist auch sehr wechselhaft, sodass man in Wirklichkeit nirgendwo eine staatliche Grenze ziehen kann. Man kann nicht sagen, die Deutschsprechenden hören hier auf. Und innerhalb der Community der Deutschsprechenden gibt es dann, da gab es auch Enklaven von Anderssprechenden. Und man kann nicht sagen, dass das ein eindeutiges Kriterium ist. Also weder Sprache noch Geschichte. Geschichte ist noch viel weniger ein eindeutiges Kriterium. Ja, nur wenn ich jetzt kann ich bestimmen kann, was ein Volk ist, weil der Begriff so schwammig ist, wie ist das dann überhaupt dann nützlich, wenn ich gar nicht definieren kann, wer jetzt dazugehört und wer nicht? Ja, das ist eben Ideologie, ne? Also wenn das Grundgesetz sagt, das deutsche Volk gibt sich hier also das Grundgesetz, dann muss man sagen, also erstens hat da sowieso keiner drüber abgestimmt, aber unabhängig davon, das deutsche Volk, was soll das heißen? Sind die Österreicher keine Deutschen? Sind die deutsch sprechenden Schweizer keine Deutschen? Mhm. Das ist so Blödsinn. Es ist ja gar nicht das deutsche Volk, also nicht alle deutsch sprechenden sind ja gar nicht damit erfasst. Und trotzdem wird gesagt, das deutsche Volk. Daran sieht man, dass es überhaupt kein sinnvoller Begriff ist, ja, sondern es ist einfach nur ein Label, dem ich dem gebe. Okay, und Staubdummer meine ich gar nicht. Ich meine ein Taubstummer, der nicht sprechen kann, sage ich mal, der würde trotzdem dann dazu zählen. Vielleicht jetzt, ja, genau. Auch das, das ist dann natürlich ein einzelner Fall und trotzdem, wenn er von zwei deutsch sprechenden Eltern kommt, mhm, nicht? Dann kriegt er einen deutschen Pass und gehört zum deutschen Volk, obwohl er nicht Deutsch spricht. Was hat Ethnie, Rasse oder wie soll man sagen, biologische Abstammung, vielleicht wenn du es noch kurz abgrenzen magst, diese Begriffe, die vielleicht manchmal synonym verwendet, vielleicht auch synonym sind, was hat das damit zu tun? Es gibt da verschiedene Begriffe, die verwendet werden, um eine gemeinsame Gruppe zu beschreiben. Und diese verschiedenen Begriffe, die da verwendet werden, die sind alle schwierig abzugrenzen, aber sie werden eben halt missbraucht als Slogan für zur Rechtfertigung von Herrschaft und auch von Brutalität. Zum Beispiel im Nationalsozialismus eben halt die Volksgemeinschaft oder eben halt der Begriff der Nation wird verwendet, die Rechtfertigung für Gewalt. Und dann sagt man ja, Nation sollte man nicht mehr sagen, Volk sollte man nicht mehr sagen. Rasse ist auch eben halt so ein Begriff, der missbraucht worden ist. Bei Hunden ist es vollkommen selbstverständlich, dass wir das sagen, aber Hunde haben deswegen ja auch keine Weltkriege geführt um ihre Abstammung. Ja. Deswegen sollte man das nicht mehr sagen. Und ein Rückzugsbegriff da ist Ethnie. Das ist halt ein Fremdwort und von daher hört sich das nicht so. Ethnie, nicht Ethnie. Was ist die Ethnie? Ethnie, ja, ich sage Ethnie, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt man auch Ethnie. Es ist griechisch und heißt eigentlich Fremder. Im Griechischen heißt es der Fremde oder die Fremden. Insofern ist es etymologisch gar nicht mal ein schöner Begriff, sondern wenn ich Ethnologie übersetzen wollte, dann hieß es die Wissenschaft von den Fremden. Okay, also du löst wirklich ein paar neue Denkprozesse aus. Also in unserem Vorgespräch hast du so einige Sachen gesagt, wo 97% aller
Leute was ganz anderes geglaubt haben. Ja. Also ein Klassiker war jetzt zum Beispiel mit links, rechts, das gar nichts mit Rechtschaffenheit, also rechts in dem von der Rechtaufrichtige und links der Linke, der dich linken will, zu tun hat, sondern der Ursprung ist ein ganz anderer. Ja, das rechts und links bezieht sich ursprünglich nur auf die Sitzordnung in Parlamenten, dass die die Sozialisten eher links gesessen haben, beziehungsweise ursprünglich waren es die Liberalen, die links gesessen haben, und dann erst die Sozialisten und rechts die Konservativen. Aber das ist einfach ja eine Konvention, und dass es dann noch mit Rechtschaffenheit verbunden werden kann oder bei links eben halt, du hattest es vorhin gesagt, mit linkisch. Das Wort linkisch, glaube ich, gab es im 19. Jahrhundert noch gar nicht. Auf jeden Fall hat das damit nichts zu tun. Und wir sehen daran, dass eben auf der linken Seite erstmal die Liberalen saßen und dann die Sozialisten. Das ist inhaltlich vollkommen ohne jede Bedeutung ist. Und wenn wir jetzt in den Bundestag gucken, dann sehen wir auch, dass es da Schwierigkeiten gibt, wo platziere ich die Grünen und wo platziere ich die Fraktion der Linken, die gar nicht ganz links sitzen, glaube ich, aktuell. Also insofern, das sind natürlich unsinnige Zuschreibungen. Okay, aber noch viel spannender fand ich, was du zu Karl Marx geäußert hast, so ein paar Sachen, dass ihm Sachen vorgeworfen werden oder unterstellt oder angenommen, die tatsächlich gar nicht so sind. Also kaum jemand hat das Kapital gelesen selber und man hört über ihn Sachen und kritisiert ihn deswegen. Was wären da so Punkte, wo du sagst, dass die meisten, wahrscheinlich auch von unseren Zuschauern auf Großfreiheit TV vielleicht, noch was dazu lernen können? Ja, zunächst mal geht es ja um die Arbeitswertlehre, die Marx zu diktiert wird, dass also nur Arbeit Wert schaffen würde und dass das ein objektiver Wert sei. Also wenn ich 5 Stunden in was investiere und du nur 2 Stunden, dann ist meins mehr wert. Genau. Nein, umgekehrt. Wenn ja, ist ja auch egal. Also wenn der eine 5 Stunden und der andere 2, dann ist der 5 Stunden investiert hat, hat eben mehr, müsste eigentlich mehr bekommen, sozusagen. Das ist, so wird die Arbeitswertlehre von Marx dargestellt. Sie ist nicht von Marx, sondern ist von Ricardo. Und das ist ein liberaler Ökonom. Und warum hat Ricardo das überhaupt erfunden mit der Arbeitswertlehre? Die liberale Ökonomie vorher hat von Adam Smith an eine sehr naive Theorie vertreten, nämlich, dass die Preise zustande kommen dadurch, dass man einfach die Faktoren zusammenzählt. Also ich sage, der Kaffee, da gibt's halt die Kaffeebohnen und das Wasser muss heiß gemacht werden und dann gibt's Strom und gibt eine Tasse und so weiter und jemand, der ihn bereitet und ich zähle das alles zusammen, dann habe ich den Preis. Aber jeder, der ein bisschen Logik versteht, sagt, ja, aber woher kommt denn der Preis der Kaffeebohnen? Ach, wenn man einfach einen weiter zurückdenkt, noch ja, einen weiter zurück. Ja, genau. Und da, so, und da war Ricardo, hat eben gesagt, ja, wir brauchen irgendwo einen festen Punkt, von dem wir aus den Wert bestimmen können. Und Marx hat das vorgefunden und hat da Zeit seines Lebens mit gerungen. Er hat dann nicht die österreichische Schule begründet, leider. Aber es ist ganz klar, dass er damit gerungen hat. War die schon da, die österreichische Schule? Nein. Die ist später entstanden. Marx gehört eben zu denen, die diese einfache Antwort von Ricardo, sie ist gar nicht so einfach, sie ist schon sehr viel komplizierter als seine Vorgänger. Aber dass die eben halt nicht mehr haltbar war. Das hat Marx selber gesagt. Ja, natürlich. Marx hat gesagt, in diesem Beispiel,
mit den 5 Stunden und den 2 Stunden. Arbeitszeit ist nicht gleich. Ja, und das kann man zitieren und dann parallel dazu Mises, der das Gleiche gesagt hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch Mises gesagt hat, dass das, was Wert schafft, ist Arbeit und Land. Irgendwo geht es immer darauf zurück, nur es ist nicht in Arbeitszeit zu messen. Aber natürlich ist es so, dass Wert entsteht daraus, dass zum einen natürlich sagt man aus Knappheit, ja, dass mehr Leute das haben wollen. Ja, aber jemand muss das wissen. Jemand muss dieses, was viele Leute haben wollen, selbst wenn er nichts damit macht, wenn er es nicht verändert, er muss es wissen, dieses Gut ist in Platz A und in Platz B möchte jemand das haben und bezahlt dafür Geld. Und dies ist ja Arbeit. Es ist auch nach Marx Arbeit. Der Unterschied ist der, dass Marx es nicht zu einer stimmigen Theorie gebracht hat, sondern erstmal die Zweifel angemeldet hat. Aber dass heute eben halt Marx mit Arbeitswertlehre identifiziert wird, hat ganz viel damit zu tun, dass es ein guter Slogan ist. Ja, dass jeder denkt, ja, ich will für meine Arbeit halt meinen Wert haben und das ist ein guter Slogan, aber es kann sich nicht auf Marx berufen. Jedenfalls nicht, wenn man ihn gelesen hat, sondern nur, wenn man ihn nicht gelesen hat und da deine berühmten 97%, die nicht gelesen haben. 97% aller Leute sagen. Genau, aber weil man sicher sein kann, dass eben sehr wenige ihn gelesen haben, ja. Beziehungsweise viele von denen, die ihn gelesen haben, auch daran Interesse haben, ihn vollkommen anders zu benutzen. Also die Linken oder die Kommunisten, sie benutzen ihn in einer bestimmten Form, aber als Ideologie. Und warum heißt denn sein, sag jetzt mal, Hauptwerk nicht das Sozial oder das Kommunist, sondern das Kapital? Weil er war dem eben halt auf der Spur. Er wollte ergründen, warum der Kapitalismus so ist, wie er ist. Und da zunächst mal wollte er wissen, warum ist das so, dass der Kapitalismus diesen ungeheuren Reichtum schafft? Was ist denn Kapitalismus? Ist das Marktwirtschaft? Ist das Vertragsfreiheit? Was bedeutet das? Marx hat dort eine doppelte Antwort gegeben, die für unsere Verwendung des Begriffs des Kapitalismus nicht stimmig ist, aber die man durchaus argumentieren kann. Er hat gesagt, der Kapitalismus speist sich aus zwei Quellen, jetzt ganz vereinfacht. Und das eine ist die Vertragsfreiheit, Marktwirtschaft, und auf der anderen Seite Raub, staatlicher Raub. Und jetzt sagen wir ja, das ist ja dann Etatismus und nicht Kapitalismus. Aber die reale Form des Kapitalismus damals und heute ist ja genau diese Mischung, die Marx benannt hat. Diese Form von Raub hat stattgefunden und findet weiter statt. Also du sprichst jetzt von Steuern zum Beispiel, Abgaben, die man leisten muss? Mal, oder? Ja, was, ja, heute, aber damals, also das, wo Marx auch drüber spricht, es ist ganz einfach wirklich auch Landrauben. Ja, ganze Länder oder Landstriche oder der Fürst sagt, das ist sowieso alles mein Land und du musst für mich arbeiten. Das heißt also, das hat er ursprüngliche Akkumulation genannt, das heißt also, Fürsten oder andere staatliche Einrichtungen rauben ganz, ganz viel Kapital zusammen und nutzen das dann und vermehren es. Und dagegen steht für Marx der einfache Warentausch ohne Gewalt und den hat er niemals angegriffen. Also Marx wäre auch auf den Flohmarkt gegangen. Marx wäre auf den Flohmarkt gegangen und
auch in höheren Komplexitäten, komplexere Tauschverhältnisse, hat er nicht grundsätzlich abgelehnt. Da muss man noch was Zweites zu sagen, warum war er dann Kommunist? Gesagt, wenn für alle genug da ist, okay, und er hat nicht dann brauchen wir keinen Kapitalismus mehr. Das hätte Mises auch unterschrieben. Er hat nur gesagt, dieser Zustand wird nie eintreten. Also wenn einfach keine Mittelknappheit mehr bestünde, ja, genau, dann bräuchten wir keinen Kapitalismus mehr. Dann haben ja alle genug. Dann braucht es... Wenn dieser Zustand, also wir würden ja dann sagen, der kann nicht eintreten, aber darum geht es ja nicht. Marx hat gesagt, bis dahin brauchen wir den Kapitalismus, um den Überschuss zu produzieren. Marx schon im Kommunistischen Manifest schwärmt er von der Bourgeoisie, dem Feind, ne? Der Bourgeoisie, die durch die Vermehrung der Güter und die Verbilligung der Güter den Wohlstand schafft, der alle Barbaren niederzwingen wird. Wahnsinn, also dann könnten die Libertären und Marktwirtschaftler ja oft auch den Marx zitieren. Die könnten das tun, ja. Anstatt einfach nur rumzumeckern und sagen, dass der blöde Kommunist, der hat zu so viel Schaden geführt. Bevor ich dich frage, wie es denn dazu kommen konnte, dass er dann, ich sag mal, vielleicht sogar ins Gegenteilige verkehrt worden ist, gibt es da noch weitere Punkte, wo wir bisher dachten, er sei sozusagen Null, dabei ist er Eins, oder wir dachten, er ist weiß, dabei ist er schwarz und andersrum? Ja, die Ökonomie ist ja ein kompliziertes Feld und aber jetzt ein ganz einfacher Punkt. 1875 hat er ein Buch über revolutionäre Prozesse in Frankreich geschrieben. Der Bürgerkrieg in Frankreich heißt das. Und da steht zum Beispiel, dass das Erste, was die Revolution tun muss, ist, das stehende Heer abschaffen. Wenn ich jetzt angucke, hatte die Sowjetunion ein stehendes Heer? Ja. Dann ist die Sowjetunion nach Marx kein revolutionäres Land gewesen. Die DDR hatte sie ein stehendes Heer? Was ist die Alternative zu stehendem Heer? Miliz. Miliz, das heißt, man organisiert sich selber vor Ort, ja, aber auch man kann sich auch dann sozusagen landesweit organisieren, untereinander vernetzen, aber es ist kein Zentralgeneral da, der sagen kann, alle nach Osten oder alle nach Westen. Ja, und eben halt keine Wehrpflicht und keine Steuern, keine Steuerfinanzierung, sondern die Leute, also Miliz bedeutet ja, man bewaffnet sich selbst vor Ort und organisiert sich, wie du gesagt hast. Also jeder Vater oder jede Mutter hat eine Gewehr zu Hause und wenn er ausgebildet ist und am Wochenende trainiert man mit seinen, Dorfkollegen, um halt seine Grenze zu verteidigen. Vielleicht so. Also auf jeden Fall, das hat er hat Marx da auch ganz explizit geschrieben, dass die erste Maßnahme der Revolution ist, das stehende Heer abschaffen und stattdessen Milizen zu organisieren. Steht das auch in der US-Verfassung, dieses mit den Milizen, ist das etwas Ähnliches? Da steht das Recht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Well-trained organized militia, sind die das? Ja, ich glaube, ja? Ich weiß nur nicht, ob das in der Verfassung ist. Auf jeden Fall steht da ja drin, das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen. Und darum geht ja jetzt gerade die Diskussion auch, oder seit langem in den USA, ob man das abschaffen soll. Auf jeden Fall wäre Marx da auf der Seite der ursprünglichen amerikanischen Verfassung. Ja. Okay, aber oder gibt es denn noch mehr solche harten Geschütze, die du jetzt abfeuern kannst, bei denen man wirklich denkt, das ja, also die, muss ich mal nachlesen. Stimmt das, was der Plankert sagt? Er hat
in gleicher Weise wie die zentrale Armee hat er eben überhaupt den zentralen Staat in der gleichen Schrift abgelehnt. Marx war gegen den Zentralstaat? Er war gegen den Zentralstaat. Und Lenin hatte große Schwierigkeiten, das wegzudiskutieren und zu sagen, ja, das hat er nicht gesagt. Also, aber er hat es gesagt. Und Marx hat den Zentralismus, den Staatszentralismus abgelehnt. Auch das ist sozusagen im direkten Widerspruch zu den Gegebenheiten des realen Sozialismus. Selbst noch mit der Zentralbank, das ist so ein bisschen das Problem, da zitiert man gerne das Kommunistische Manifest von Marx. Das ist aber entstanden in der bürgerlichen Revolution, nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution 1848. Da gab es die marxistische Theorie noch nicht. Und da gibt es ja diesen Punkt in den 10 Punkten des Kommunistischen Manifestes, dass eben halt die Zentralbank geschaffen werden sollte. Und das wird also auch dann immer als marxistisch angesehen. Später war Marx vollkommen anderer Meinung darüber und hat das abgelehnt und hat gesagt, die zentrale Bank, wenn es Papiergeld gibt, das waren bürgerliche Geldreformatoren, die halt vorgeschlagen haben, statt Gold Papiergeld einzuführen. Und da hat Marx zugesagt, wenn das eingeführt wird, dann wird die Bank der zentrale Despot. Also, was ist ja echt der Wahnsinn. Man kann also jetzt Marx zitieren, um gegen die Zentralbank zu argumentieren, auf jeden und vielleicht sogar für Gold. Ja. War ja vielleicht sogar auch für traditionelle Familienbildung. Oder war da Kind? Oder? Ja, ich glaube, da gibt es größere Schwierigkeiten. Ja, verrückt. Und vielleicht eine blöde Frage, aber gibt es da eine Erklärung, wie das dann sein kann, dass es dann so wirklich so diametral verwendet wird? Also, dass dann wirklich das ins Gegenteil verwendet wird? Oder vielleicht auch andere Beispiele, wo andere Glaubensrichtungen oder Ideologien das so... Gibt's da, also, ja, so wie ich es sehe, ist es so, dass Ideologien, die zur Rechtfertigung dienen von Gewaltherrschern, bedienen sich gerne sozusagen Denkgebäuden, die mit dem Gegenteil verbunden sind, weil ich damit mich sozusagen weniger angreifbar mache. Das eindringlichste Beispiel, jedenfalls für unseren Kulturraum, ist die Verwendung des christlichen Gottes Jesus als Kriegsgott. Obwohl es ganz eindeutig war, dass Jesus sich gegen jede Form von Gewalt Selbstverteidigung, er hat sich selbst, also ganz explizit gegen Selbstverteidigung geäußert und gehandelt. Und dass er zum Kriegsgott wurde, das ist so ein Beispiel. Aber selbst auch die Liberalen sind so ein trauriges Beispiel, dass die Liberalen, jedenfalls ein großer Teil, nicht alle, aber dass ein großer Teil sich mit dem Nationalstaat verbunden hat. Dass eben halt nur ein kleiner Teil von aufrechten Liberalen gegen den Kolonialismus geredet haben. Die haben eben halt vielfach dem auch zugestimmt oder zumindest stillgehalten. Und also da auch sozusagen, da ist vom Staat das Gegenteil genommen worden und ein Teil der Liberalen sind einfach durch Angebot der Machtbeteiligung dazu verführt worden, zu sagen, ja, okay, dann machen wir da mit. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Es gibt natürlich besonders eben halt bei Religionen, auch in Asien. Der Buddhismus ist genauso pazifistisch wie
wie das Christentum, genauso radikal und ist auch teilweise von Herrschaftssystemen benutzt worden, wird auch noch benutzt in Miramar. Also von daher, das ist sozusagen ein beliebtes Instrument der Herrschaftsrechtfertigung, ist, sich die gegenteilige Denkrichtung zu nehmen und zu sagen, ja, genau das machen wir. Okay. Gibt es, also um das mal abzuschließen, weil jetzt haben wir sozusagen den Kommunisten den das Fundament genommen, jetzt hast du gerade noch einige Liberalen das Fundament angezweifelt. Nee. Gibt es tagesaktuelle Themen, die dich beschäftigen, jetzt aktuell 2020, oder bist du sozusagen nicht damit, interessiert dich das nicht, was heute passiert, sondern eher sozusagen im langeren Kontext? Mich interessiert der lange Kontext, um das, wie es heute ist, zu erklären. Und mein Interesse ist nicht sozusagen akademisch die Vergangenheit aufzuklären, sondern für heute Antworten zu finden. Erstens, warum ist es so und wie könnte es besser sein? Da ist so eine Sache, die mich beschäftigt und betrübt, ist, dass also ein Teil der Menschen, die in Opposition zu dem gegenwärtigen System stehen, dennoch weiterhin daran glauben, dass wenn sie jemand anders wählen und wenn jemand anders Präsident ist oder Kanzlerin oder was auch immer, dass es dann besser werden könnte. Und wenn man die Geschichte anguckt, dann muss man sagen, ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist im Prinzip eigentlich unmöglich. Also dass es zum Beispiel Merkel muss weg und dann muss jemand anders dahin und dann wird's schon. Ja, genau, zum Beispiel. Oder die Hoffnungen, die sich mit Trump verbinden, ja, das hat mich eben halt wirklich, wirklich schockiert, auch dass es scheinbar wirklich Menschen gibt, die sagen, dass eine Person, die sowas von Establishment und etabliert ist, wie nur jemand sein kann, dass der das System ändert. Das wird er doch nicht tun. Warum sollte er es tun? Er selber lebt davon und seine ganze Klientel lebt auch davon. Sie leben von dem System, es soll ein bisschen umgebaut werden, von den einen Amigos auf die anderen umverteilt. Dadurch wird es nicht besser. Und was wäre jetzt für eine Lösung, wenn ich jetzt nicht im System versuche, etwas zu ändern, im Sinne von, ich wünsche mir jetzt eine Änderung und ich habe als Option, eine Petition zu starten, eine Partei zu gründen, jemanden zu wählen. Das sind ja alles Sachen, die sozusagen dann den gleichen Rahmen lassen. Ja? Mhm. Aber was hat man denn dann für Möglichkeiten? Das kommt natürlich auf die Rahmenbedingungen an. Es gibt Rahmenbedingungen, in denen es keine andere Antwort gibt als Revolution. Was bedeutet das? Das ist jetzt so ein Schlagwort, worunter wahrscheinlich auch jeder was anderes versteht. Naja, es kann eine revolutionäre Umwälzung, kann schon sein eben halt, dass mit machtvollen Demonstrationen oder sogar eben halt militärisch, es gibt Situationen, in denen es keine andere Option gibt. In halbwegs Rechtsstaaten, halbwegs mit Meinungsfreiheit ausgestatteten Staaten gibt es viel schönere, elegantere Möglichkeiten, nämlich einfach anfangen, außerhalb des Staates eigene Institutionen, eigene Formen sich auszutauschen, zu handeln, Bildung zu vermitteln und so weiter aufzubauen, die außerhalb des Staates sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel Schulen, nicht staatliche Schulen, oder versuchen, aus den Schulen rauszugehen. Selbst so eine kleine Sache wie der Protest gegen den WDR oder eben halt den Staatsfunk, indem man das Geld nicht bezahlt. Der WDR sagt, er sei kein Staatsfunk. Ja, ja. Okay, ja, das ist jetzt schon natürlich ganz rechts, wenn man Staatsfunk sagt, aber es ist natürlich ein Staatsfunk, weil er eben halt staatlich finanziert wird. Und das ist auch übrigens ganz marxistisch, ne? Zu sagen, wer bezahlt, ist der Kunde, wer bezahlt, und wenn der Staat was bezahlt, dann ist es natürlich im Interesse des Staates. Und es ist ganz marxistisch zu sagen, der Staat ist nicht neutral, der Staat ist
ein Instrument, um ökonomische Interessen zu bedienen. Wer denn jetzt Marx für den Zwangsbeitrag, hätte ich was gesagt? Nein, für die Demokratieabgabe? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das, also Marx würde den WDR auch Staatsfunk nennen. Also auf jeden Fall. Negativ kritisieren. Ja, und sagen, das wäre schöner, wenn das frei organisiert wäre. Ja, natürlich. Das würde Marx sagen. Das würde Marx sagen. Also wir können mit einer Karl-Marx-Flagge auf die GZ-frei-Demo gehen. Ja, natürlich. Ja. Aber selbst das ist, also sowas ist, dem Staat sozusagen Legitimität zu entziehen oder dem Staat Ressourcen zu entziehen, ist auch eben halt eine Methode. Hab da jetzt nicht die, wie soll ich sagen, nicht die Patentlösung und sag, ja, so machen wir es, da ist der Knopf. Das kommt natürlich darauf an, dass möglichst viele Menschen auch die Sache der Freiheit unterstützen. Man kann eine Veränderung der Gesellschaft nicht erreichen durch Einzelaktionen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Es muss nicht die Mehrheit sein. Also sozusagen soziologisch sagt man so vielleicht 10-20%. So viele dann doch, ja? Ja, naja, aber man muss nicht die Mehrheit haben. Weil 80-90% sowieso sagen, jo, machen wir mit oder genau. Interessiert mich gar nicht, Hauptsache ja. Ich kann heute Abend mein Bier trinken. Also Veränderungen werden immer von kleinen Gruppen angestoßen, aber sie müssen hinreichend groß sein, als dass sie eben halt gesellschaftliche Bedeutung erlangen. Die kritische Masse, ja, genau. Ja. Vielleicht könntest du mal ein Buch schreiben, wo man sozusagen, was man dann zum Beispiel Antifa geben kann und wo die dann lesen, dass sie vielleicht auf ihre Ikone hören sollten. Ja, so schön auf Kinderbuchniveau mit schönen Illustrationen und großen Zeichen und ganz einfacher Sprache. Und dann sind die vielleicht auch auf der richtigen Seite bei der nächsten Beitragsservice-Demo. Ja. Das ist wirklich mit dir ein unglaublicher Pool an Wissen und an neuen Synapsen, die sich da bilden. Ich hoffe, man hat das Knattern und so in meinem Kopf nicht gehört auf der Kamera. Das Dampfen sieht man nicht zu sehr. Ansonsten haben wir im Top Jan, unseren Filmtechniker, der das alles noch rausschneiden wird. Stefan, gibt es von deiner Seite noch eine wichtige Information, die du gerne auch unseren Zuhörern auf Großfreiheit TV mitgeben möchtest? Irgendwas? Jetzt hast du hier das Millionenpublikum, um nicht zu sagen, Milliarden Leute hören dir jetzt zu. Nutz die Chance, um nochmal das zu sagen, was dich bewegt, was du loswerden möchtest. Nee, anders, was für dich relevant ist. Das Wichtigste für mich ist der Kampf gegen Krieg, Bürgerkrieg und Staatsgewalt. Direkte Art und indirekte Art. Und was ich mir wünsche, ist mehr Einsicht darin, dass es nicht dann besser wird, wenn man anderen Leuten, die einem anderen Set von Leuten die Macht übergibt. Sondern selber machen. Also jetzt nicht sagen, jemand anders sollte sich darum kümmern, sondern ich muss es selber tun. Genau. Und wenn es dann Konflikte gibt, dann eben halt versuchen, so viel Öffentlichkeit zu schaffen, die dann sagt, ja, aber der soll das ruhig machen können. Und das heißt, dass man Beispiele schafft von freiheitlicher Form der Organisation, der gesellschaftlichen Organisation und dadurch eben halt die Praktikabilität demonstriert. Selber als gutes Vorbild vorangehen. Genau. Stefan, du bist auf jeden Fall ein Vorbild und dann hat es mich sehr gefreut, sehr bereichert. Ja, ich denke auch die Zuschauer waren es gut und wahrscheinlich gibt es viele spannende Kommentare, neue Abonnenten, wahrscheinlich viele Likes für dich. Und ich nehme alle Dislikes auf mich. Und hat mich sehr gefreut. Ja, bis danke. Nächstes Mal. Ja, danke. Mich hat es auch gefreut.